aber wirklich so eine wunderschöne Bucht. Also, aber mal schauen, vielleicht dort hier hin. Mal schauen. In Thailand kommt zur Hauptsaison wirklich die ganze Welt zusammen. Hallo und willkommen im neuen Video. Und zwar aus Aonang. Wir sind jetzt in der zweiten Region in Thailand, die wir erkunden. Aonang selbst zeigen wir euch heute aber gar nicht. Das kommt erst später im Video. Sondern heute geht's auf einen Tagesausflug. Ja, und zwar so ziemlich den beliebtesten Tagesausflug, den es hier in der Ecke in Krabi oder auch von Phuket aus gibt. Und zwar die Koh Phi Phi Islands. Genau, da geht's jetzt gleich für uns los. Wir werden hier direkt am Hotel abgeholt. Dann geht's mit einem Bötchen erstmal woanders hin, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann mit einem Schnellboot raus. Die Inseln liegen von hier aus ca. 33 Kilometer von der Küste entfernt. Und von hier ist man übrigens näher als von Phuket, aber Phuket und hier Aonang sind die beliebtesten Positionen, um diese Inseln zu erkunden. Ja, und wir sind sehr gespannt, weil es soll dort die Hölle los sein mit Touristen, also was wir so gehört haben. Aber wir schauen mal, was da heute der Fall ist. Ja, sind auf jeden Fall seit langem mal wieder überhaupt auf dem Tagesausflug. Wir haben so überlegt, das letzte Mal war in Neuseeland. Und ja, wir sind den ganzen Tag unterwegs, steuern verschiedene Strände an und freuen uns auch wieder mal ein bisschen zu schnorcheln. Genau, und beim Schnorcheln, da können wir die Kamera wieder mit unter Wasser nehmen, weil wir ja unsere neue Hülle haben, die wir jetzt heute auch zum allerersten Mal ausprobieren werden. Genau, und jetzt geht's aber gleich erstmal in die Lobby, weil da werden wir direkt abgeholt und ja, los hoffen, geht's, dass der Transfer uns abholt. So, wir sind jetzt am Strand. War eine abenteuerliche Fahrt hierher auf jeden Fall. Ja, also der Fahrer war dann relativ pünktlich da, ist dann ganz schön geheizt zu verschiedenen Hotels. Teilweise hat er niemanden abgeholt, also entweder sind die Leute einfach nicht aufgetaucht oder er war nicht organisiert, keine Ahnung. Genau. Aber jetzt sind wir hier am Fährterminal angekommen, mussten uns jetzt nochmal anmelden. Fährterminal ist nett gemeint, hier ist so ein kleiner Stand, wo man sich anmelden muss. Seht ihr da vorne, da. Da haben wir so ein fesches Armband bekommen für die Fähre, mit der wir dann fahren. Und ja, vor uns ist einfach der Strand. Wir vermuten, dass man einfach über den Strand einsteigt. Und schauen wir mal, guck mal, der Strand heißt, glaube ich, Hat No Paratara. Kann das sein? Da vorne steht ein Schriftzug. Können wir mal vor zum Wasser gehen, aber ihr seht es dann gleich auf jeden Fall auch nochmal. So, wir laufen jetzt zu unserem Boot, wurden jetzt gerade eingeteilt und hier ist echt die Hölle los. Das ist so crazy, wie viele Menschen hier einfach überall sind. Jetzt sind wir im richtigen Massentourismus angekommen. Wir sind jetzt am ersten bzw. zweiten Stop. Ja, es war eine 50-minütige Fahrt, ganz schön ruckelig hier in diesem Speedboat. Ja. Aber wir sind jetzt in einem anscheinend sehr, sehr beliebten Spot angekommen. Ja, ihr habt es ja eben gerade gesehen, hier sind so viele Boote und so viele Menschen, also es ist echt schon verrückt. Ja, es ist die Phi Phi Le Laguna. Genau. Und davor war irgendwann der Viking Cave, die wohl auch benannt ist, weil da ein Wikingerschiff angemalt ist und wohl auch mal Wikinger dort waren tatsächlich. Keine Ahnung, reingucken konnten wir leider nicht. Also das, was ihr eben gesehen habt, haben wir auch nur gesehen. Hier in der Lagune haben wir jetzt die Möglichkeit, 30 Minuten schwimmen zu gehen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich reingehe. Ich schwimme vielleicht mal kurz rein, wenn man schon mal hier ist. Dann kann Laura gleich filmen, wie ich hier einmal ums Boot schwimme. Aber ich glaube, lang wird es nicht draußen sein. Es ist echt brutal voll und ich bin dann doch lieber diejenige, die gerne am Strand schwimmen geht. Richtig. Aber mal schauen, vielleicht ist es trotzdem mal schauen.
wir steigen jetzt gleich an einem Steg aus und hier ist echt noch mehr los. Und dann geht es dann zu Maya Bay, der wohl bekanntesten Bay. Und ja, da können wir uns ein bisschen umgucken, aber jetzt wird es echt richtig, richtig voll. Ich filme jetzt gleich mal ein bisschen, wenn wir aussteigen und wie viele Menschen da unterwegs sind. So, ihr habt gesehen, wie viele los war. Wir sind jetzt fast da am Strand. Linksverkehr, der hier in Thailand eigentlich gilt, funktioniert hier nicht ganz so gut. Wahrscheinlich, weil zu viele Europäer hier sind. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. We're fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again. Ja, was sagen wir jetzt? Es ist voll. Aber irgendwie komisch, die Ecke vor uns, da ist auf einmal keine. Und da haben wir auch echt schöne Bilder gemacht. Auch Daumen hoch an unseren Guide, weil ja, er hat uns dann direkt wiedererkannt und auch wieder Fotos von uns gemacht. Ein paar schöne. Ja, echt nett von dem. Also echt, zeigen super. Sie mal. Wirkt so wahrscheinlich, als wäre das hier der absolute Traumstrand, menschenleer, aber wir zeigen euch ja hier auch auf jeden Fall die Realität. Richtig, aber jetzt gerade ist wirklich mal keiner vor uns. Ich drehe nochmal kurz rum. Schon total verrückt, aber was auch ist, man darf hier nicht baden gehen, das hatten wir auch gelesen. Man muss ja auch mittlerweile einen relativ hohen Nationalpark-Eintrittsgebühr bezahlen. Und zwar, damit sich das Ganze hier regeneriert. Und es hat wohl auch während Corona schon tatsächlich sehr gut regeneriert. Aber seitdem sind die tatsächlich auch strenger hier und man darf hier nicht baden gehen. Wenn du tiefer als knietief reingehst, ist hier sofort so ein, ja was, Polizist, Militär, keine Ahnung, er trägt komplett Tarnfarben, der einen direkt rauspfeift. Ja. Das passiert hier öfter, als man denkt. Die Leute sind halt... Sie ignorieren Regeln gern. Aber wirklich so eine wunderschöne Bucht. Also ich kann verstehen, wieso es hier so einen Hype drum gibt. Und das Wasser ist so schön warm und türkis. Ja, man kann auch verstehen, warum der Tourismus das so ausbeutet. Das Einzige, was hier wahrscheinlich besser wäre, wenn man es krasser reguliert. Aber dadurch würde es natürlich auch deutlich in den Preisen hochgehen. Ja, die Medaille hat zwei Seiten. We're falling. Falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we're so Alpha and Omega. So, wir sitzen jetzt hier am Strand mit den Klippen hinter uns. Direkt das Wasser vor uns. Viel Zeit haben wir nicht mehr, also ich denke mal so in 5 Minuten müssen wir dann wieder aufbrechen, aber so ist sehr straffes Programm heute. Es hat auf jeden Fall gereicht, dich hier jetzt nochmal entspannt hinzusetzen. Die eine Seite vom Strand ist auch super entspannt. Richtig, also falls ihr euch den Massentourismus hier geben wollt und auch mal herkommen wollt, lauft bis zum Ende durch, hier ist echt viel angenehmer. So, nächster Spot gibt Schnorcheln, deswegen wandert die Kamera jetzt in den kleinen Kasten rein, wo wir dann keine Gesprächsaufnahme mehr machen können, aber nach dem Schnorcheln werden wir euch berichten. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die Abkühlung, weil es war jetzt am Maya Bay schon richtig viel los und Hitze und es geht los.
I know we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, yeah, we can work it out. Cause we're like Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, yeah, we can work it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. So, jetzt hallo von Phi Don, das ist die größte der Phi Islands. Und hier haben wir jetzt Mittagspause gemacht, aber eigentlich eher schon Nachmittagspause. Ja, es gab erst um kurz nach zwei Essen, ist viel zu spät, vor allem ja, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich heute nur gefrühstückt haben und da auch nur eine Kleinigkeit. Ja, wir sind jetzt hier im Zentrum der Insel, hier gibt es auch eigentlich so ziemlich alles außer Autos. Und ja, wir waren ja schnorcheln. Schnorcheln war okay. Ja, es war sehr klares Wasser, man hat schöne Fische gesehen, aber es war ganz schön starker Wellengang und ja. Und wir haben keine Flossen bekommen, das war auch eigentlich ein großer Negativpunkt. Und wir hatten unser eigenes Schnorchel-Equipment dabei, das machen wir jetzt immer, weil wir auch wieder gelesen haben, nur sehr basic war jetzt hier auch der Fall, dass es nur so super basic Equipment gab, was man bekommen hat. Und wie gesagt, keine Flossen. Und auch kein Antifog, was dazu geführt hat, bei Johannes ist direkt beschlagen. Oh ja, sofort. Das war, und bei mir ist dann auch irgendwann beschlagen. Das ist dann ja, das war echt nicht so cool. Danach ging es übrigens zum Monkey Beach, habt ihr ja eben gerade auch schon gesehen. Da ging es mir dann allerdings nicht so gut, ehrlich gesagt, weil ich glaube einfach dadurch, dass ich so lange nichts gegessen hatte und dann das Schnorcheln, das war dann doch relativ viel Aktivität. Ja, und ich habe halt öfter mal Migräne und deswegen hat es da schon wieder zugeschlagen. Also Monkey Beach habe ich halt dann nur kurz rumgesessen und gewartet, bis die Tablette gewirkt hat. Aber ja, ich habe da ein bisschen gefilmt, aber ehrlich gesagt ist das auch nicht so ein geiler Spot. Da ist halt ein Strand, wo Affen sein können. Ein ultra kleiner Strand. Ihr habt es ja gesehen, 1 Million Menschen, 2 Affen. Auch der Hinweis, man soll die Affen bloß nicht bedrängen, die beißen wohl schnell und gerne. Also ja, jeder, der Affen schon mal gesehen hat, der kann sich diesen Spot, glaube ich, schenken. Aber wenn man so eine Tour macht, kann man sich die Spots ja eh nicht aussuchen. Ja. Aber jetzt hier, Phi Don gefällt mir von den Spots schon fast mit am meisten, weil es ist zwar auch sehr viel los, aber man merkt so den Massentourismus hier nicht so krass. Nur daran, was hier halt für Schiffe dann... 1 Million Schiffe, das muss ich gleich noch zeigen. Genau, aber es geht noch total, die sind auch alle aus, also ist auch endlich mal ein bisschen von der Lautstärke besser. Ja, man merkt, dass sich das hier alles verteilt, dass die Leute eher zur Mittagspause machen kommen oder halt, wenn sie hier unterkommen, weil hier gibt es auch viele Hotels und viele Leute bleiben hier für länger. Ja, das hatten wir auch überlegt, aber ist dann natürlich ein Stückchen teurer, weil es halt so eine exklusive Insel ist auch. Aber ich denke, hier Koh Phi Don kann man bestimmt auch einen sehr schönen Urlaub verbringen. Genau, und gleich soll es dann nochmal weitergehen zu einem letzten Spot, weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt gerade nach dem Essen uns hier hingesetzt, wir haben jetzt noch 10 Minuten oder so. Und dann geht es auch weiter zum letzten, 7. Spot der Tour. Ja. Nächster Stop und letzter Stop für heute, Bamboo Island. Yes. Ein bisschen Bambus gibt es hier wohl gerade noch, aber ich sehe keinen. Ja, hier heißt jetzt 45 Minuten Chillemille, vielleicht baden gehen. Erase your hands. We ain't got no worries, only time.
So, wir sind zurück am Hotel und haben sogar schon den nächsten Morgen. Letzter Punkt war ja, dass wir auf Bamboo Island waren. Viel ist dann gar nicht passiert. Ich war dann doch nochmal im Wasser, auch mit der Kamera. War eine echt coole Kulisse, das Wasser richtig klar und auch richtig viele Fische. Aber was ein bisschen traurig war, also das Wasser war auch super flach. Da, wo ich rumgeschnorchelt bin, das war nur knietief tatsächlich. Also ich habe da wirklich auf der Wasseroberfläche gelegen. Was ein bisschen traurig wieder war, wie überall dort in der Ecke Massentourismus. Dass die Leute jetzt nicht, dass es viele Leute waren, sondern dass die Leute einfach alle auf den Korallen rumgetrampelt haben, die Korallen kaputt gemacht haben. Echt blöd. Also falls ihr es nicht wusstet, ihr aber mal schnorcheln gehen wollt, Korallen nicht anfassen, nicht drauftreten. Ihr zerstört die damit. Und das Wachstum von so einem kleinen Stückchen Koralle braucht wohl irgendwie 10 Jahre oder sowas. Also lasst das. Passt da auf, dass ihr die nicht berührt. Ja, ganz genau. Und auch generell als Fazit zu dem Tag, das war sehr schön von der Umgebung. Und es waren ja auch die Inseln, die wir unbedingt im Leben mal gesehen haben wollten. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen, denen es so geht. In Thailand kommt zur Hauptsaison wirklich die ganze Welt zusammen. Also hier sind Leute aus Amerika, aus Russland, aus Asien, aus Europa natürlich. Also gefühlt kommt hier die ganze Welt zusammen. Und es sind extrem viele Menschen an den gleichen Orten unterwegs. Und das gefährdet natürlich dieses Paradies ungemein. Wir wussten es vorher. Aber wie krass es letztendlich war, wir hatten uns jetzt zugegebenermaßen auch keine Videos vorher angeguckt, sondern man hatte halt einfach so in Erinnerung die Phi Phi Islands, das möchte man unbedingt mal sehen. Aber hätten wir gewusst, was für ein krasser Massentourismus das wirklich ist, ich weiß nicht, ob wir es gemacht hätten auf diese Weise. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, wenn man private Touren macht, macht das Ganze ja eigentlich auch nicht besser, weil ja dann nochmal mehr Boote unterwegs sind, mit weniger Menschen zwar, aber trotzdem mehr Boote. Ja. Also wir sind auch nicht wirklich sicher, wie man das hätte anders machen können, wenn man dorthin geht. Am allerbesten wäre natürlich wahrscheinlich, wenn man fern bleibt. Ja, du hattest auch gemeint, oder halt, dass die Regierung da mehr reguliert. Ja. Dieser angeblich ist ab diesem Jahr auch reguliert, dass weniger Leute da sind. Ich will gar nicht wissen, wie das vor Corona war. Wir hatten auch eine Nationalpark-Eintrittsgebühr, hatten wir ja schon gesagt, bezahlt. Richtig. Mir kam so ein Gedanke, wie man das vielleicht regulieren könnte. Bringt jetzt nicht, das hier auf YouTube zu sagen, aber das war so ein Gedanke. Man könnte vielleicht auch sagen, dass du einfach nur dorthin darfst, wenn du dort auf den Phi Phi Islands, da gibt es ja Hotels, wenn du dort übernachtest. Und so hättest du einfach, ist natürlich reguliert, dass nur so viele Leute dort sein können, wie es Betten auf der Insel gibt. Und ja, keine Ahnung, es ist ein schwieriges Thema. Ja, das sind halt dann die Schattenseiten von so einem Paradies. Also wir dachten ja schon, bei den Whitsunday Islands wäre viel los in Australien. Nee, aber das war super entspannt im Vergleich dazu. Ja. Genau. Am Anfang des Videos hatte ich ja auch gesagt, dass wir uns jetzt noch Ao Nang anschauen und euch da ein bisschen was zeigen. Ich denke aber, dass für Standalone lassen wir den Ausflug in einem Video. Das heißt, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Also seid gespannt im nächsten Video, was wir euch über Ao Nang nochmal zeigen. Aber dann könnt ihr mal freuen, dass ihr euch nicht eine halbe Stunde vor euer Handy oder euren Computer setzen müsst oder euren Fernseher, wo auch immer ihr das Video schaut. Und da fällt mir ein, schreibt mal in die Kommentare, mit welchem Medium schaut ihr eigentlich meistens unsere Videos? Ist es das Handy, der Fernseher, das Tablet, der Computer? Schreibt's mal rein. Wird uns auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten lasst gerne ein Abo da, lasst gerne noch ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.